Hallo und herzlich willkommen bei MoxScout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Weiter geht's mit einem neuen Expansion-Set für Super Mario, und zwar der 71364 Wumps Lava Trouble. Ja, also auf Deutsch Wumps Lava-Ärger, glaube ich, genau. Und ich schaue schon wieder hoch, denn wir wissen ja mittlerweile, wenn wir diese Expansion-Sets aufmachen, wir haben keine Anleitung drin, wir brauchen ein PDF. Und ich will gar nicht so viel Vorrede betreiben. Ich möchte es tatsächlich diesmal relativ schnell hinter mich bringen. Ich habe gerade nicht mehr so große Erwartungen, wenn es um Lego Mario geht. Irgendwie ist so die Begeisterungskurve geht gerade steil bergab, nachdem ich das letzte Set aufgemacht habe. Dieses Yoshi-Haus. Ich habe dann tatsächlich noch in einem Video gesehen, ich habe den Feature nicht erkannt. Es gibt tatsächlich das Feature, dass Mario einschläft. Das ist ein Spielfeature. Wenn man diese Hängematte lang genug hin und her wackelt, dann schläft Mario ein und fängt an zu schnarchen. Grandioses Spielfeature. Naja, gut, ich meine, vielleicht ist es für Sechsjährige dann tatsächlich grandios. Also, gucken wir mal, was uns hier erwartet, ob tatsächlich hier ein bisschen mehr Spaß drin ist. Natürlich ist wieder nur hier unser billiger Flyer drin. Witzigerweise gibt es den übrigens auch digital runterzuladen. Und dieses Heftchen mit 4, 5 Seiten. Und schrecklicher Werbung für vor allem die ganz, ganz böse Abzocke hier hinten. Das bringt 150 Megabyte auf die Waage auf der Lego-Website. Und die Anleitung mit, was hat sie, 40 Seiten oder sowas, bringt 4 Megabyte auf die Waage. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist da irgendein Lego-Mario-Trojaner versteckt, der meinen PC übernimmt. Also, wieder eine große, rote Mario-Plate. Kann mir vielleicht einer von euch sagen, was man aus diesen Plates, das ist laut, was man aus diesen Plates noch so machen kann, weil außer Mario fällt mir da irgendwie nichts ein. So, und jetzt gibt es hier coole Teile. Ganz viele Light Bluish Gray, Dark Bluish Gray Teile. Das ist sehr, sehr schön. Und ein echt cooler Print. Ja, der gefällt mir gut. Sowas könnte ich mir tatsächlich vorstellen, sowas mal in einem Set irgendwo in der City als Graffiti einzusetzen. Dass da irgendjemand so ein dummes Graffiti an die Wand geschmiert hat. So, und jetzt haben wir tatsächlich sogar ein Thema, worüber wir heute reden können. Ich habe schon gedacht, gehen wir in dieses Video rein, ich habe gar kein Thema, worüber rede ich heute? Jetzt haben wir ein Stichwort hier. Graffiti, Leute. Graffiti, ihr kennt Graffitis. Was denkt ihr denn so über Graffitis? Also, Graffiti, Graffiti, wie auch immer man das betont, daran hänge ich mich jetzt nicht auf. Was denkt ihr über die Verschönerung öffentlicher Plätze oder öffentlicher Gebäude mit diverser Spray-Kunst? Ob das jetzt Kunst ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Was denkt ihr darüber? Würde mich doch interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich persönlich, und jetzt stellen wir mal eine These in den Raum, empfinde Graffitis einfach nur als Sachbeschädigung. So. Ich möchte natürlich nicht behaupten, dass es da nicht Menschen gibt, die durchaus künstlerisch begabt sind. Und wenn die ihre Graffitis an Orten hinterlassen, wo das erlaubt ist und wo das erwünscht ist, dann habe ich damit gar kein Problem. Aber wenn Graffitis irgendwohin geschmiert werden, an Autobahnbrücken, wie auch immer, Leute, die Brücke gehört euch nicht. Ihr könnt nicht einfach irgendwo hingehen und irgendwas ansprayen. Macht ihr das zu Hause? Sprayt ihr zu Hause in eurer Küche rum bei eurer Mama? Hat die euch das beigebracht? Ich weiß nicht, was für ein Elternhaus ihr genossen habt. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand angesprochen. Ich hoffe, niemand von euch ist illegaler Sprayer. Aber ich habe damit ein echtes Problem, wenn Leute einfach so rumlaufen und die Gegend verschandeln. Nicht nur mit Graffiti-Sprayern, auch mit Leuten, die ihren Müll rumliegen lassen. Ebenso. Mag vielleicht sich jetzt spießig anhören, aber irgendwer muss es wegmachen, irgendwer muss es sauber machen. Und es gibt dann so berühmte Graffiti-Stellen, dann wird immer sauber gemacht und dann wird sofort wieder drüber gesprayt, weil irgendjemand meint, er hat das Recht dazu, das zu tun. So, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, dass das oft sehr, sehr schick ist, was da rauskommt, was die Leute da so sprayen. Und das möchte ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen, dass da Leute künstlerisch sehr begabt sind. Aber ich finde, man kann da auch Wände aufstellen an Orten, wo man das darf. Und das machen manche Kommunen auch. Übrigens, jetzt haben wir den ersten Gegner hier fertig, diesen Wumps. Der sieht ganz schick aus. Gefällt mir gut. Hinten den Code. Dark Bluish Gray, Light Bluish Gray. Süßes Kerlchen. Also, knistert. Es gibt an manchen Städten gibt es einfach Orte, da gibt es Wände, da darf man sprayen. Und dann finde ich das auch schön. Es gibt ja wirklich auch schöne Sachen. Aber gerade Autobahnbrücken,
Und was es sind ja dann auch, sind ja dann auch oft einfach so dumme Botschaften. Irgendwer muss dann wieder irgendwelche Schimpfausdrücke hinsprayen und dann gibt es dann irgendwelche Spray-Battles offensichtlich von irgendwelchen Gruppen, die sich dann gegenseitig übersprayen. Also ihr braucht ja nur mal in Deutschland Autobahn fahren. Und in Großstädten ist das ja noch viel schlimmer. Ich finde es einfach nur so gnadenlos primitiv. Das ist ungefähr so wie Hunde. Ja? Hunde müssen überall ihre Duftmarke hinterlassen. Ist euch das schon mal aufgefallen? So nach dem Motto, ich war hier, Alter, meins. Ja? So primitiv ist das ungefähr. Wenn man das machen muss, wenn man sein Mist überall hinterlassen muss. Es geht nicht in meinen Kopf. Kein blassen Schimmer, warum das Leute machen. Es ist aus meiner Sicht pure Langeweile. Und in dem Moment, wo man dann selber vielleicht mal Eigentum hat, wo einem dann selber mal was gehört, dann kommt man vielleicht mal auf die Idee, ist vielleicht doch nicht so toll, da überall rumzusprayen. Aber da gibt es mit Sicherheit auch andere Meinungen dazu. Teilt mir die doch mal mit. Würde mich freuen, was ihr dazu denkt. Es gibt übrigens ganz interessante andere Formen, ohne Sachen zu beschädigen. Ja, gut, beschädigen. Also es gibt andere Formen, sozusagen Botschaften zu hinterlassen. Da habe ich mal was Cooles gesehen. Und zwar sind es Leute, die machen solche Spray-Schablonen. Und dann Firmen. Und dann wird sozusagen darüber wird an irgendwelche öffentlichen Plätze, an die Steine, auf die Steine wird gegangen. Und dann kommen die dahin mit dem Dampfreiniger. Und dann wird sozusagen an der Stelle mit dieser Schablone wird der Dreck von den Steinen weggemacht. Und dann habt ihr quasi, wie funktioniert denn das hier? Dann habt ihr quasi an den Stellen, wo man dann den Dreck weggemacht hat, habt ihr quasi eine hellere Portion des Steines oder hellere Flächen. Und das bildet dann eure Botschaft, die ihr hinterlassen wolltet. Das finde ich eine tolle Art und Weise, weil der Dreck, der kommt dann mit der Zeit auch wieder. Man hat da nichts kaputt gemacht. Und weil ich nur gerade gestockt habe beim Thema ohne Sachbeschädigung, es kann nur schon sein, dass durch dieses Hochdruckreinigen bzw. dieses Dampfstrahlen da die Steine beschädigt werden. Das ist durchaus möglich. Hier übrigens schöne Dark Blue Gray Teile und Slopes. Da kriegt man dann doch noch ein paar vernünftige Teile, weil irgendwie mit den Standard Mario Teilen kann man ja sonst nicht so viel mehr machen mit diesen Plates hier, mit den Light Blue Gray Dingern war vermutlich schon auch eher noch. Ja, also Thema Sachbeschädigung in der Öffentlichkeit, auch Müll und Zigaretten, die überall rumliegen. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass Leute so leben nach dem Motto, mich interessiert überhaupt nicht, wer da nach mir kommt. Mich interessiert überhaupt nicht, was noch die Menschen um mich herum so denken. Und dann gibt es ja manchmal tatsächlich mutige Leute, die sprechen dann solche Menschen an und die kriegen es dann ganz dick ab. Das ist dann das Thema Zivilcourage, warum wir so wenig Zivilcourage haben in Deutschland, weil die Leute, die Zivilcourage zeigen, die kriegen es oft echt dick ab. Richtig dick kriegen die es ab. Und dann wundert man sich nicht, oder man wundert sich dann nicht, dass die Zivilcourage in unserem Land nicht unbedingt auf einem Höchststand ist. Ja, also, Leute, wenn ihr schon rauchen müsst, was ich im Übrigen nicht verstehe, muss mir mal jemand erklären, warum jemand raucht, dann nehmt doch bitte euren Müll mit. Und nur weil es alle machen, das gibt übrigens diesen schönen Effekt, den Broken Window Effekt. Das heißt, wenn irgendwo an einem Gebäude eine Scheibe kaputt ist, dann kommen die Leute und schmeißen immer mehr Scheiben ein. Sozusagen, wenn irgendwo eine Kippe rumliegt, dann denken sich die Leute, ach, egal, interessiert ja keinen, schmeißen wir immer noch mehr Kippen hin. Also, lasst euch nicht von dem Broken Window Effekt beeindrucken und wenn ihr kein Raucher seid, ich hoffe, ihr seid kein Raucher, fühlt euch nicht angesprochen. Ich ermutige euch zur Zivilcourage. Wir haben zum Beispiel hier in Günzburg einen Kinderspielplatz und direkt daneben ist, oder direkt dran am Kinderspielplatz, da sitzen dann die Eltern, das sind Mülleimer mit Raucherablagen obendrauf. Das heißt sozusagen, da werden die Raucher quasi eingeladen und ihr müsst euch das mal vorstellen, da sind die Eltern zum Teil mit ihren Kindern und rauchen, was schon krass ist, sehr krass. Und dann kommen halt irgendwelche Leute, die machen da ihre Mittagspause, die rauchen da einfach. Und die interessieren sich überhaupt nicht dafür, ob das irgendwie die Kinder abkriegen oder sowas, das juckt die einfach nicht. Ja? Also ich kann mir wenig Dinge vorstellen, die ich unsozialer finde als sowas.
Einfach zu sagen, ja, juckt mich nicht. Ich rauche halt einfach, ich brauche das. Ich bin da so süchtig danach. Ich muss das jetzt einfach tun. Ja. Also, Raucher und Rücksichtslosigkeit ist oft, nicht immer, ist oft sehr synonym. Habe ich leider sehr oft erlebt. Und wenn es dann um Kinder geht und man sagt mal was, gerade auch als Eltern, da kriegt man schon böse Blicke. Und wenn das dann so ein Muskelpaket ist, dann muss man sich schon überlegen, ob man das tut oder ob man dann möchte, dass man vor dem Kind einfach in die Fresse kriegt, weil das ist dann oft die Reaktion von solchen Menschen. Null Verständnis, wenn man sie, selbst wenn man sie einigermaßen freundlich bittet. Ja, aber das ist dann auch so die Klientel, die dann irgendwie Kindern ins Gesicht raucht, neben Kindern herläuft und raucht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was man im Legoland an Eltern sieht, die dahin gehen mit ihren Kindern und die ihren Kindern und anderen Kindern ihren Rauch ins Gesicht blasen. Das ist super heftig. Super heftig. Das juckt die überhaupt nicht. Die haben da keine Wahrnehmung dafür. Null. Gar nichts. Ja. Da geht es nur um, ich muss jetzt rauchen und nach mir die Sinnflut. Und das ist das gleiche Phänomen wie beim Thema Graffiti. Leute, ihr seid nicht alleine. Es gibt auch noch andere Menschen um euch rum. Lebt doch einfach mal so, als wärt ihr nicht alleine. Als gäbe es noch jemand anderen, der vielleicht auch Bedürfnisse hat, der vielleicht auch saubere Luft atmen möchte. Es ist mir tatsächlich ein Anliegen, das mal zu äußern, weil ich empfinde das als echt krass, was da zum Teil abgeht. Und da sagt keiner was dagegen oder die wenigsten sagen was dagegen. Man hat sich damit irgendwie abgefunden, dass es diese Menschen gibt. Und es sind nicht nur Raucher, es gibt auch nette Raucher. Und es gibt auch Menschen, die rauchen nicht. Die sind ziemlich krass drauf. Also das eine hat mit dem anderen nicht zwingend was zu tun. Nicht jeder Raucher ist gleich nicht so sozial. Das habe ich nicht gesagt. Aber es geht oft Hand in Hand. Ja. So, jetzt sind wir hier tatsächlich schon fertig. Das ist schön. Also das ist es, was ihr kriegt. Ihr kriegt diesen Kollegen hier und ihr kriegt, na, da steht ein Weg, und ihr kriegt diesen Kors hier. Das ist relativ, muss das so sein? Ja, das wackelt ziemlich. Wenn man das andersrum reinbauen würde, dann würde das glatt laufen. Ja, ist Absicht sicherlich. Oder wenn man da ein paar Plates, nee, nicht Plates, Tiles ranklipsen würde, wäre das sicherlich nicht so. Also, jetzt testen wir das mal mit Mario. Also das ist, was ihr kriegt. Jetzt kommt Mario dazu. Und das andere Geraffel, was wir brauchen aus dem Starter-Course, nämlich unsere Röhre und unser Zielfähnchen. Also ihr braucht das Fähnchen nicht, ihr braucht nur diese beiden Scanner-Tiles. Ja, so. Mario machen wir an. Der sagt sein Sprüchlein. Lego Mario Time! So. Und wir, wo müssen wir denn eigentlich anfangen? Ach, Moment, der muss hier draufstehen. Wo müssen wir anfangen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir fangen mal hier an. Wir drehen das Ganze mal um. Ich glaube, so rum ist es richtig. So. Das ist ja das Problem. Wenn ihr die App nicht habt, habt ihr die Anleitung nicht. Und die Anleitung sagt euch nicht viel darüber, wie man es spielen muss. Und deswegen habe ich auch bei dem Yoshi Mario Haus dann das mit dem Einschlafen nicht gecheckt. Wobei, also die Wertung hätte das auch nicht verbessert. So, also. Los geht's. So, jetzt müssen wir balancieren. Ganz vorsichtig, möglichst viele Münzen einsammeln. Das geht tatsächlich, wenn man vorsichtig ist, erstaunlich gut. Ah, mach mal schneller. Und abgestürzt. So, dann schmeißen wir hier unseren Wumms um. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal kriegen Münzen. Ah, Pow-Button. Jetzt habe ich gesehen, muss man Mario schütteln. Das ist wie im Super Mario World. Muss ihn schütteln und dann sammelt man Münzen ein. Also das ist der Button, der dann sozusagen diese farbigen Blöcke, die vorher transparent waren, freischaltet. So, und jetzt kann man den Mario hier draufstellen. Jetzt ist hier diese Koopa Shell, heißt die, glaube ich. Und jetzt kann man ihn drehen und kann mit der Koopa Shell den Lava Bubble da runter befördern. Und da drauf hüpfen. Der ist schon nach einem Sprung hinüber. Und dann, was haben wir gekriegt? Na? 62 Münzen. Nicht schlecht. Also, ich muss sagen, nach dem Yoshi-Haus und nach dem Boomer Bill Barrage, den Kugelwillis, ist das hier wieder mal tatsächlich was Besseres. Das macht tatsächlich hier Spaß. Das hat mir jetzt Spaß gemacht. Das hat doch gut funktioniert. Ihr kriegt
1, 2, 3, 4 Interaktions-Scanner-Tiles. Ich nenne die halt einfach so, wer weiß, ob die so heißen. Das macht dir Spaß, das funktioniert mit dem Hin und Her. Hier auch mit dem Power, mit dem Hin und Her schütteln. Das ist eine tolle Ergänzung. Ihr kriegt diesen Lava-Drop. Das ist ja hier vom Setting, dieser Steinkerl hier. Ähnlich wie ein anderes Set, was ich ja schon vorgestellt habe. Das ist der Thwomp-Drop. Die Nummer weiß ich gerade nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich dazu. Und der Thwomp-Drop habe ich irgendwie so den Eindruck, dass das so ein Exclusive ist. Den sehe ich irgendwie total selten. Den gab es im Legoland, den gibt es bei Lego. Aber sonst sehe ich den irgendwie auch nicht so bei Auflistungen, wenn es um die Super Mario-Serie geht. Auf jeden Fall, da gibt es nämlich auch diese Lava-Drops drin, zwei Stück. Und das ist hier quasi die kleine Variante von diesem Steinblock-Lava-Setting. Okay, gut. Tun wir wieder die Sachen aus dem Starter-Cross weg. Das ist, was ihr kriegt. Das macht tatsächlich auch Spaß. Die Wertung gibt es dann auch noch. Das Review kommt. Aber hier habt ihr jetzt mal das Set gesehen. Es ist relativ schnell aufgebaut gewesen. Es ist nicht ganz billig, aber es macht Spaß. Also, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck gekriegt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch die Daumen hoch. Lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns demnächst wieder beim nächsten Video, beim nächsten Review, beim nächsten Mock auf Mock Scout.